Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser Lektion. In dieser Lektion geht es um die perfekte Landingpage. Wohlgemerkt, wir sprechen hier von einer Landingpage, die wir für die Bespielung internes Traffics nutzen. Also es gibt externen Traffic, nochmal zur Erinnerung, und es gibt internen Traffic. Interner Traffic ist in der Regel von unserer E-Mail-Liste, ja, Bestandskundenliste etc. pp. Externe Traffic-Quelle ist kalter Traffic oder Remarketing generierter Traffic von Facebook, LinkedIn, Google Social Media, Google Suche, organischen Traffic etc. pp. Dazu einfach nochmal die entsprechenden Lektionen anschauen, wenn dir diese Begriffe jetzt gerade nichts sagen sollten. Also, in dieser Lektion geht es einzig und allein um die perfekte Landingpage und für internen Traffic, das ist deswegen so wichtig, gleich vorweg, das ist ein Riesenunterschied, ob du Traffic auf eine Landingpage schickst von Google, ob du Traffic auf eine Landingpage sendest von zum Beispiel Facebook oder LinkedIn. Warum? Weil jede einzelne dieser Plattformen wieder ganz strikte Richtlinien hat, wie deine Landingpage, was auf deiner Landingpage zu sein hat oder nicht zu sein hat. Ja? Zum Beispiel gibt es eine Regel bei Google, dass eine Navigation vorhanden sein muss und so weiter. Sonst kann dir Google misst das nach, ja, schickt den Crawler mal kurz nach durch und wenn da keine Navigationsmenüs dort sind, dann wird eben hier keine Werbung ausgespielt. Ja? Dadurch will eben Google mit vermeiden, dass man letztendlich Nutzer sozusagen trappt, also gefangen hält auf einer bestimmten Seite. Das, was ja wir letztendlich bei einer Landingpage, sogenannten Verkaufsseiten, wollen wir genau das bezwecken. Ne? Eine Landingpage, nochmal zur Definition, eine Verkaufsseite, das so nennen wir, so definieren wir Landingpage, auf Deutsch, dient nur immer einem einzigen Zweck. Ja, das ist mal das Allerwichtigste zu verstehen. Eine Landingpage dient genau einem Zweck, einem Ziel, einem maximal Online-Vertriebsziel. Ja, das ist also genau ein maximales Online-Vertriebsziel, nicht zwei, nicht drei, welches du je Landingpage erzielen möchtest. Und da habe ich jetzt hier einfach mal in Blau so ein paar Kästchen aufgemalt, hier repräsentativ für eine Landingpage auf dem Flipchart und hier welche mal jetzt orange ein paar noch Details reinmachen, die ganz wichtig sind zu beachten. Wenn du diese Schritte, ja, wenn du diese Details auch wirklich beachtest und in der Praxis umsetzt, dann wirst du auf jeden Fall, und das garantiere ich dir mit Brief und Siegel, höhere Conversion Rates, also mehr Umsetzung, ja, der gewollten Ziele erreichen. Ja, das kann ein Download sein, es kann ein Kauf sein, es kann alles Mögliche sein. Okay, also wir fangen hier mal mit dem ersten blauen Kästchen an. Dieses erste blaue Kästchen hier oben ist die Headline. Und das nennen wir in meiner Akademie von Klein Marketing Consulting sogenannte Nutzen-Header. Was ist mit Nutzen-Header gemeint? Letztendlich in dem Nutzen-Header, auch der sogenannte One-Liner, ja, auf Englisch, in Deutsch Nutzen-Header, so nenne ich den zumindest, oder wir hier auf Klein Marketing. Das trifft es eigentlich noch mal besser. Es ist in der Regel ja eine Zeile, wie so ein One-Liner, der letztendlich den Kunden dazu bewegen soll, oder sagen wir mal, mit einem Wort, mit einem Satz, mit einer Line, nochmal dazu informieren soll, was er denn an Nutzen jetzt hat, wenn er jetzt sich dieser Landingpage annimmt. In der Regel ist es eigentlich nur nochmal ein Verstärker von dem, was du ihm ja schon als Botschaft mitgegeben hast, als Werteversprechen, vorher in deiner E-Mail, in dem Fall. Ne? Wir schicken also aus unseren E-Mails, also intern, schicken wir hier Traffic drauf. In der E-Mail hast du dann verschiedene Links, die auf diese
Landingpages eben verlinkt sind. Ja, und das trackst du natürlich auch über Pipedrive, HubSpot und so weiter und so weiter. Hierzu, wie gesagt, die jeweiligen Lektionen in meiner Akademie bitte anschauen, wie das genau funktioniert, wie die komplette Strategie, da habe ich eine komplette Strategie, beispielhaft, wie das für meinen Kunden, eine SaaS-Firma, die letztendlich eine E-Learning-Software verkauft, ja, wie das aussehen kann und wie es auch sehr erfolgreich von den Conversion Rates her aussehen kann, dass wir da teilweise also wirklich sagen wir, mit einem Customer Lifetime Value von über 18.000 Euro aufs Jahr, pro Jahr. Ja. Und die Software ist jetzt noch nicht so alt, dass wir letztendlich jetzt sagen können, okay, wie viele Jahre bleiben jetzt im Schnitt, haben wir noch keine Daten dazu. Aber mal angenommen, die bleiben jetzt 3-4 Jahre da, dann haben wir dann Customer Lifetime Value von 60.000, 70.000 Euro für einen einzigen User in dieser E-Learning Software. E-Learning aktuell ein riesiges Thema im B2B, auch bei den Konzernen, eigentlich fast überall. Also wirklich unterschätztes Thema. Jetzt bin ich aber abgeschweift. Und hier lohnt es sich wirklich, eine fundierte E-Mail-Marketing-Kampagne eben mit hineinzubauen in das Gesamtkonstrukt, in die Gesamtmarketingstrategie, ja, von Werbung schalten, Telefonmarketing und so weiter und so weiter. Und da haben wir eben hier sehr, sehr gute Zahlen erreichen können. Also hier, wie gesagt, in meiner Akademie, wenn du nicht mit dabei bist, gerne einfach anmelden. Diese Videos eben gucken. Das ist ein eigener Bereich, dafür ein ganzes Kapitel dafür. In dieser Lektion schauen wir uns, wie gesagt, nur die Landingpage an. Der Nutzenheader soll einfach nochmal verstärken, also quasi die Botschaft nochmal verstärken, die wir ihm bereits mitgegeben haben, warum er sich jetzt hier die 3-4 Minuten, länger sollte es nicht sein, diese Landingpage nochmal konsumieren soll und dann eben die gewünschte Maßnahme ergreifen. Ja? Und die sieht eigentlich immer gleich aus. Warum die Landingpage immer gleich aussieht? Wir haben in der Regel bei einer solchen Marketing-E-Mail-Kampagnen-Strategie haben wir teilweise 3 bis 5, manchmal sogar mehr unterschiedliche Landingpages für unterschiedliche Stages, ja, wo wir eben immer jeweils den Kunden abholen, also Nurturing betreiben sozusagen. Und automatisiertes Nurturing in dem Sinne durch E-Mail-Marketing-Automation-Software, also entweder ActiveCampaign, in der Regel aktuell nutzen irgendwie alle gefühlt ActiveCampaign, ClickTip ist auch ein sehr gutes Tool, gibt es auch noch andere. Und die sind eben immer gleich aus. Das heißt, immer ein Video. Video ist King. Also ich verstehe nicht, wie immer noch quasi, es gibt immer Landingpages da draußen, insbesondere leider sehr stark verbreitet in der IT-Branche, wo einfach Leute sich, so wie ich jetzt hier ein Video aufnehme, ja, es ist unfassbar viel Aufwand, ja, das Ganze, die Kamera und das dies und der Ton ist super wichtig, fast noch wichtiger wie das Bild und dies und das, jenes. Aber ich kann euch versprechen, es lohnt sich. Video ist King. Warum? Weil Video das Maximum der Sinne beansprucht unseres Konsumenten. Also in dem Fall derjenige, der jetzt gerade hier unsere Landingpage konsumieren soll, aufgrund des Nutzenversprechens. Ja, wenn da jetzt nur Text stehen würde, ist es eben nur quasi Lesen, also nur Auge. Ja, also letztendlich, hier fehlt der Ton. Ja, wäre es jetzt nur Ton, ja, irgendwie eine Tonspur, dann wäre es nur Ton, ja, fehlt wieder das Auge. Und personifiziert wäre es dann schon mit einem Bild. Ja, manchmal, bei manchen, die haben nicht mal vernünftige Bilder, also bitte geh unbedingt zum Fotografen, lass mal für ein paar hundert Euro dir ein paar vernünftige Bilder machen, würde ich wirklich jedem empfehlen, grundsätzlich. Ja. Nicht nur, wenn du quasi beim Daten bist, aber letztendlich auch für das Business generell. Und hier kommt das Video. Das sollte nicht viel länger sein wie 3 Minuten. Okay, 2 bis 3 Minuten. Und hier sind wir mal quasi auch mit einem Call to Action am Ende. Ja, was er denn jetzt hier auf dieser Landingpage tun soll, der Konsument. Ja, er schaut sich also das Video an. Und das hier sind die nochmal Verstärker. Das sind sogenannte Bullet Points. Ja, die mache ich jetzt hier mal grün. Und die machen wir in der Regel immer. Eins, zwei, drei, ja, und das ist sozusagen durch Suggestion arbeiten wir hier, also mit dem Prinzip der Suggestion. Wir suggerieren hier,
Und zwar, hier gehen wir nach dem emotional, also Ära-Prinzip, Emotion, Ratio, ja. Und hier gehen wir hier nochmal, den Punkt hier ist nochmal Emotion. Dann hier nochmal das Ratio. Ja. Und hier nochmal die Aktion. Und hier unten kommen die Umsetzung. Und hier unten ist sozusagen die Actionbox. Das machen wir hier mal orange. Die machen wir meistens orange. Von den Farben her. Das ist einfach Klick hier, ja, oder Download, ja, und so weiter. Ne? Also ganz wichtig, emotionale Begründung, rechte Gehirnhälfte. Rationale Begründung, nochmal ansprechen den Pain, rational, linke Gehirnhälfte. Ja? Und dann die Aktion, ja, kommen in die Umsetzung, Begründung und dann hier eben die Box, wo er eben draufklickt. Ja? Dann kann man hier das auch nochmal, sagen wir mal, da gibt es dann auch nochmal die Möglichkeit, hier einfach so einen Pfeil drauf zu machen. Ja? Jetzt magst du sagen, ja, wozu denn jetzt hier nochmal zusätzlich einen Pfeil und so weiter. Glaub mir, das ist 100 Millionen Mal getestet worden. Leute klicken einfach, machen einfach leichter das, was du möchtest, dass sie tun, wenn du ihnen das Denken komplett abnimmst. Ja? Also hier nochmal ein Pfeil drauf, dann wird es also noch häufiger geklickt. Und hier unten kommen dann, ich mache das mal nochmal in einer anderen Farbe, weil es auch sehr wichtig ist. Aber auch ganz einfach bei vielen meiner Kunden, die noch ein bisschen am Anfang stehen. Hier kommen nochmal sogenannte Trust-Elemente rein. Trust-Symbole. Trust. Also Trust-Symbole. Das kann sein, du kennst es wahrscheinlich schon, bekannt aus der FAZ, bekannt aus Focus Money, bekannt aus Management Magazin, bekannt aus hier, bekannt aus dort. Na, das ist insbesondere in der Coaching-Branche ist das super, ja, super weit verbreitet, dass man sich dann gewisse Magazine und so weiter sucht und sich dann eben dort, ja, keine Ahnung, interviewen lässt und so weiter. Da kann man sich auch einkaufen. Vieles passiert dann einfach auch über Geld. Ja? Also ich könnte jederzeit bei mir zu der lokalen Newspaper gehen und dort sagen, hey, wollt ihr mich nicht interviewen? Ja, und dann baue ich in die Zeitung setzen, ja, und gleichzeitig kaufe ich mir dort eben da den Spot, ja, also es ist letztendlich nichts anderes wie eine, ja, indirekte Anzeige von mir, ja, und gleichzeitig lasse ich mich halt interviewen, ja, also kostet halt einfach Geld, wenn du jetzt noch nicht so bekannt bist, das ist also das gleiche Prinzip wie bei allen Events, bei allen Speakern, bei allen Moderatorschonen, ja, wenn du jetzt quasi irgendwo bei Markus Lanz bist, ja, oder bei was weiß ich wo. Ja? Also letztendlich, du wirst eingeladen, wenn du schon einen gewissen Grad hast, wenn du schon 100.000 Bücher verkauft hast. Ne? Wenn du die noch nicht verkauft hast, musst du dich eventuell einkaufen. Na gut, okay. Also wenn du hier zum Beispiel jetzt noch nicht irgendwo bei den Magazinen und so weiter bist, dann kannst du hier ganz einfach mit Proven Expert, Trust Pilot, ja? Ich mal es mir hier unten kurz auf, das sind so die wichtigsten. Und Trustpilot. Ja, solche Dinge. Oder halt ganz einfach, schaut einfach, dass du dich in irgendeine Zeitung mal interviewen lässt, irgendwo in der lokalen Zeitung. Das kostet auch nicht sehr viel. Ja, okay, gut. Hier könntest du auch, sagen wir mal, Referenzen einfach angeben. Ja, das ist auch nochmal was. Referenzen. Und auch nicht zu viel, vielleicht 3 bis 5 Referenzen, ja, die genau dem entsprechen, wo du halt hier quasi die Actionbox eben drauf angesetzt hast. Ja. Wenn es hier eben darum geht, zum Beispiel die Actionbox ist zum Beispiel einen Termin generieren für, ja, wie mache ich LinkedIn-Marketing, ja, dann habe ich hier unten eben 3 Referenzen zum Thema LinkedIn-Marketing. Ja. Okay. Okay, so, nochmal ganz kurz zusammenfassend, das ist eigentlich... Grundsätzlich muss man dazu sagen, das Allerwichtigste bei dem Thema Landingpage ist, keep it simple. Ja?
KISS-Prinzip. Das ist das Allerwichtigste. Dann nochmal, ich weiß, ich habe schon dreimal gesagt, aber das ist für internen Traffic. Ja, wenn du Facebook Landing Pages hast, konsultieren Experten. Da kannst du viel verkehrt machen, da kann ich auch sofort Facebook sperren. Ja, wenn du auf der Landing Page irgendwas machst, was Facebook nicht in den Richtlinien passt. Ja, und die Richtlinien sind so lang, also wenn du da Fragen dazu hast, melde dich bei uns. Ja, ich habe mittlerweile 4 verschiedene Facebook-Experten. Ja, jetzt bin ich gerade dabei, die 5. einzustellen. Also ist ein Thema für sich. Google macht persönlich seit über 20 Jahren, ja, Google Ads und SEO und SEO und so weiter. Hat sich auch immer wieder was geändert. Aber die Richtlinien von Google Traffic, ja, auf der Landingpage sind wieder völlig anders. Das heißt, du musst quasi, wenn du Facebook und Google Traffic schaltest, ja, musst du auch idealerweise 2 verschiedene Landingpages haben. Also eine für Google und eine für Facebook sowieso. Ja, also machen auch viele falsch, dass einfach von 2 Kanälen den Traffic auf die gleiche Landingpage schicken. Ja, wenn du jetzt nur 5 Euro am Tag Werbebudget hast, dann spielt das keine so große Rolle, aber ich würde von Beginn an eigentlich sauber aufsetzen, das Ganze. Ja, und von daher, viele Leute unterschätzen, wie viele unterschiedliche Landingpages es eigentlich nötig sind, um hier saubere Vertriebsprozesse online, ja, und aufzusetzen, die auch dann funktionieren letztendlich und auch das Maximum Ende rausholen, ja, von dem Online-Traffic, den du ja einkaufen musst, teilweise teuer, beziehungsweise die E-Mails, die Bestandskunden-E-Mails und so weiter, die hast du ja auch irgendwann mal teuer eingekauft, auf egal welche Art und Weise, ja, also Telefonakquise und. Okay, dann hier immer das gleiche Schema, das heißt, auch wenn du unterschiedliche Landingpages aufsetzt für Google, für Facebook, ja, extern sowie intern 4, 5 verschiedene Landingpages aufsetzt für unterschiedliche E-Mail-Marketing-Sequenzen, hier nochmal, wie gesagt, die Lektion in der Akademie anschauen, im Training, wo es detailliert ein ganzes Kapitel nur um E-Mail-Marketing geht. Du hast also insgesamt an die 10 Landingpages mal, sagen wir mal, selbst wenn du erst gerade beim Beginnen bist, so mit Traffic schalten und so weiter. Und jede sollte genauso aufgesetzt sein, immer wieder gleich, vom Format her, von der Struktur her. Warum? Weil es gibt das Prinzip die Macht der Gewohnheit. Ja? Also wenn ich mich an eines erinnern kann, im Sachkundeunterricht, ja, aus der 4. Klasse, da kann ich mich wirklich nicht mehr an viel erinnern. Aber an eines kann ich mich erinnern, die Sachkundelehrerin damals Biologie, die hat gesagt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja? Und das kann ich mich bis heute erinnern. Und das ist hier ganz, ganz wichtig, denn du hast hier das Prinzip des Priming-Effekts. Ja? Und was sagt Priming aus? Das heißt, du schickst jetzt einmal einen denselben User, eine dieselbe Person, ja, erstmal auf die eine Landingpage, wo du quasi einen kostenlosen Download anbietest. Der große Vorteil, du hast ja die E-Mails und die Kontaktdaten bereits, vielleicht alle, die du brauchst, mehr oder weniger. Das heißt, einfach ein schneller Download. Die Conversion ist relativ, also wirklich sehr, sehr gut normalerweise. Und das heißt, viele deiner User in deiner Bestandskunden-E-Mail-Liste, ja, oder in deiner E-Mail-Liste, in deiner Interessenten-E-Mail-Liste oder auch Cold-E-Mail-Listen und so weiter, alles, was wir halt so machen für unsere Kunden, die Wahrscheinlichkeit, dass sehr, sehr viele diesen Schritt machen, hier draufklicken, ist eben wahrscheinlich. Das heißt, am Anfang musst du ganz klein anfangen. Die Strategie ist wie folgt, dass du sagst, okay, am Anfang die Hürde, hier eine Aktion zu machen, diese Aktionsbox zu tätigen, ist sehr, sehr gering. Ja? Also irgendwas Kostenloses, irgendeinen kostenlosen Piece of Content, der einen hohen Nutzen generiert. Ja? Sodass, und eine sehr niedrige Hemmschwelle, also gratis, kostenlos und auch von der Aktion her, mit einer sehr, sehr einfachen Landingpage, die Leute sehr schnell und sehr wahrscheinlich runterladen. Also du schickst jetzt hier, sagen wir mal, 10.000 Leute drauf mit deiner E-Mail-Liste. Ja? Und 8.000 Leute laden sich das runter. Und dann sind von den 8.000, kommen dann wieder in die nächste E-Mail-Sequenz mit rein. Ja? Und dort geht es vielleicht schon um die Teilnahme eines Webinars. Ja? Ist schon wieder mit mehr Aufwand verbunden, weil da
Da muss ich mir quasi irgendwo einen Termin setzen, da muss ich mir eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde Zeit nehmen und so weiter. Ja. Und da werden vielleicht von den 8.000, die sich das runtergeladen haben, nur noch 5.000 oder so oder 6.000 nur noch teilnehmen. Aber das, aufgrund des Priming-Effekts, dass du wieder genau das Gleiche unterbewusst in der gleichen Sektion, in der gleichen Actionbox, ja, also letztendlich nicht jetzt plötzlich die Actionbox hier unten machst oder hier oben oder hier links oder hier rechts oder sowas, sondern genau wieder am gleichen Ding. Unterbewusst, ja, sieht der Kunde mehr oder weniger wieder die gleiche Landingpage. Dieses Mal geht es nur um, sagen wir mal, Webinare. Ja, und die Wahrscheinlichkeit erhöht sich dadurch, dass er wieder draufklickt, weil sein Unterbewusstsein ihm quasi sagt, ah, da gibt es wirklich kostenlos irgendwas zu konsumieren mit einem sehr hohen Nutzengehalt. Ja, das ist sozusagen wertvoll für dich, ja, also klick da drauf. Und dann beim dritten Mal, ja, von den 6.000, die sich beim